Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Challenge Titan Quest, natürlich wieder mit Julian, hi. Hallöchen. Beim letzten Mal hatten wir ein paar Kommunikationsschwierigkeiten, weil erst Mumble abgekackt ist, dann Skype und ja, jetzt sind wir wieder in Mumble und das ist hoffentlich stabil. Und ja, sind hier im Parnas stehen geblieben und wollen uns jetzt den Weg bis nach Athen erstmal freikloppen und ja, würde ich sagen, ready, steady, go, wa? Ja, wir müssen so ein bisschen überlegen, wie wir ein bisschen Damage hinkriegen, weil das wird echt nicht einfach so im Moment, da wir einen Fulltank haben. Das will ich erstmal daran gewöhnen. Ich habe eine Zeit sehr viele andere Charaktere noch gespielt. Immerhin, ich stelle angenehm fest, dass ich kein Damage kriege. Mit den Viechern und ich die Agro bekomme, was sehr schön ist. Kämpfst mit Death, hier Todesfeber, ne? Ja, ich hab das ja nichts Besseres gefunden. Ja, nichts Besseres, da hast du schon mal mehr als ich. Ja, die macht auch gut Schaden, diese Aura. Warte mal gerade. So. Sammelst du Tränke? Ja, ich sollte die besser sammeln, denke ich. Also dieser Türen hier machen wir jetzt zwar noch keinen Schaden, aber ich werde sicherlich früher oder später Gesundheitstränke brauchen. Ich kann schon überlegen, ob ich zwischendurch vielleicht mal eine RS-Skille oder so. Du bist ja eher Fernkampf-Mage. Ja, eigentlich ja schon. Ich glaube, ich lasse mal meinen Plan, mache erstmal Frost hoch. Kettenblitz durchzusprayen. Du hast keinen Heal oder sowas? Doch, ich habe neuen Mut. Okay. Da. Aber ich hatte den bisher jetzt in dem Saturn gar nicht gebraucht. Weil die mir echt keinen Schaden machen, die Viecher. Und solange ich die Akku kriege, ist das okay. Geil wäre halt, wenn ich irgendeinen Gegenstand kriege, mit dem ich diesen Feuerring kriege, ne? Ja, gibt es ja ein paar. Ja, ja. Die müssen halt droppen, ne? Ja, damit ich halt Akku pullen kann. Weil dann ist es halt super entspannend für dich. Also musst du jeden einmal ankloppen, damit du Akku kriegst. Ja, die meisten geben mir ja auch so Aggro, aber das finde ich halt scheiße, dass es in Verteidigung keinen Spell gibt, der halt wirklich, weiß ich nicht, so ein Massentaunt oder sowas. Ja. Das wäre halt echt geil. Aber gut. Macht die Challenge nur umso interessanter. Oh, mein Mut ist so krass, okay. Ja, weiter rein gehe ich jetzt mal nicht, aber da sind noch zwei, drei Nachzügler, die siegst du am besten im Fernkampf. Lol, dieser scheiß Baumstumpf. Ach, du hast das Energieproblem. Ja, weil ich den Schildschlag und die Schildrahme dauerhaft benutze, aber das sind, glaube ich, auch Spells, die mir gut Aggro ziehen. Ja. Ich meine, ein bisschen kriegst du auch durch neuen Mut an Energie und ich habe ja auch einen Rack. Ja, es geht schon irgendwie. Also, ich meine, sonst kaufe ich halt Perma-Energietränke. Das Geld braucht man eh für nichts. Außer Tränke im Prinzip. Ja, gut, noch für Verzauberungen und so ein Shit, aber das ist alles echt, ey. Also, man hätte dem Geld hier eine bessere Rolle irgendwie, weiß ich nicht. Dass man Gegner dann upgraden kann oder sowas, das wäre cooler gewesen. Schön ist halt, dass ich jetzt direkt Aggro von der ganzen Gruppe habe. Lol. Naja. Oder du hast hier gerade irgendwie Aggro gezogen. Ah ne, die greifen mich an. Ich kann auch echt gut gegen Anhalten mittränken. Gerade.
Ja, hier ist ein bisschen Party. Und bloß nichts Grünes droppen. Ach ja. So, wir kommen auch bald zu dem ersten sehr schwierigen Bosskampf im Game. Wenn man mit Xmax Mod spielt. Ah, okay. Ich habe gerade rausgefunden, dass die Schildrammer Akku zieht. Diese Lager hier sind im X-Max-Mod einfach so voll mit Leuten, das ist unglaublich. Ja, dann gehst du ruhig weiter. Ja, ich will mich gerade nochmal heilen. Das Problem ist, dass die Tränke mittlerweile echt wenig heilen. Ja, die gehen zum Eichenherz. Oh, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Aber da gab es gerade einen Lag anscheinend. Weil ich hatte auch ein krasses. Ja, es ist einfach, weil hier so viele Effekte gleich unten sind. Oh Gott, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich mit meiner Skillung stehen geblieben war. Schauen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war schon mal in der Knecht-Klasse gespielt, das war der Moloch. Der Moloch hat mir wesentlich besser gefallen. War das halt. Was bist du jetzt für ein Tank? Du bist jetzt Tank. Ich bin Wächter, also mit Natur. Also klar, ich werde am Ende mehr aushalten, aber das Ding ist halt, dass du mit Feuer noch schöne Defensiv-Spells hast. Und du hast auch ein Tankpad. Ja, richtig, das kommt dann auch noch so dazu. Aber ich sag mal so, für eine Fünfergruppe mag der Wächter besser sein. Nein, der Moloch. Weil in der Fünfergruppe hast du irgendeinen Wächter, weil der Wächter, das Einzige, was ich für mich wirklich nur beim Wächter, ist das Dornengestrüpp und das Eichenherz. Mehr brauche ich daraus gar nicht. Aus Natur. Stimmt, das Eichenherz kann ja auch der Healer dann machen. Ja, eben. Magst du den Typ vielleicht da oben abknallen? Weil du hast Fernkampf, ich nicht. Ich dachte, du wolltest jetzt weiter auf die Stimme bleiben, weil es so schön ist. Nee, ich wollte eigentlich, ich hab's halt ungern, wenn wir irgendwer hinterher rennt. Und der Moloch hat halt das Geile mit diesem Feuerring, dass du Aggro pulst. Und halt, ja. so ein AOE-Damage hast. Um dich rum. Du kriegst Energie. Ja gut, das kriegt die Natur ja auch. Stimmt ein bisschen, ne? Naja, du hast ja nur dann das, was du gespielt hast, war ja keine Tankklasse mit der Eroberer, weil du ja nur in Kriegsführung im Prinzip reingeskillt hast. Ja. Und das Ding ist nur als Stat Mastery quasi benutzt hast, Verteidigung. Oh Gott, nächstes Lager. Oh, da ist ein grüner Ring gedroppt. Ja, nice, Diogenes, der bringt Intelligenz und Energie und sowas prozentual. Magst du vielleicht weiterkämpfen? Ja. Ich meine, den Ring kann man sich auch angucken, wenn die ganzen Monster tot sind, weil ich mache nicht wirklich Schaden.
Oh, ich hasse das hier, ne? Ich sag mal, du pullst einen am anderen hier. Ja, stimmt. So, durch sind wir mit dem Lager. Erstmal Gold und so eine Scheiße einsammeln. LOL! Wie der drin liegt im Lager. Voll geil. Da ist ein gesunder. Okay. Sagen wir laufen einfach weiter Richtung. Oh, warte mal, das nächste Sens von dir und das war ein Schlauch, nehme ich mal mit. Achso, anscheinend, wie stand er? Ja, hier, dann. Dann nimm die auch. Jo. Wie sah das denn eigentlich von der Skillung her aus? Okay, ich glaube, ich weiß hier, wie ich ungefähr geskillt habe. Dann, let's go. Da oben ist noch ein Lager, komm. Rein da. Aber so ist es halt geil, wenn die mich alle angreifen als Mob, aber das Problem, mir fehlt halt echt dieser Taunt quasi. Ja. Also ja, das ist auch ganz geil, haben wir gesehen mit der Geistmeisterschaft, wenn du einfach diese Aura-Skillst. Ja, das stimmt. Ja, so ähnlich ist es halt mit Feuer, nur dass es mit Feuer halt noch effektiver ist. Wo du halt noch so Scheiße wie Steinform kriegst, du kriegst die Feuerverstärkung, die sogar noch deinen Mates was bringt. Ja. So. Und jetzt kommen wir jetzt kommen wir von den Bergsatyren. Kommen wir jetzt in eine Nekro-Ruine, also so eine ja, Untote halt, ne? Ich muss ja sagen, die Schildhauer macht auch richtig guten Schaden, ne? Ja, schon. Der Schildschlag. Ah, das ist mit dem. Du bist kein. Oha! Oh nein! Was ist denn los? Ja! Ha? Was jetzt gleich kommt? Ja, hab ich doch eben gesagt. Gleich kommt ein sehr schwerer Bosskampf. Aua! Aber erstmal kommt gleich Level ab, sagst du. Ja, zum Glück vorher. Gibt da ein bisschen extra Life. Da hol dir lieber extra DPS. Mal schauen, ob ich das gleich tanken kann. Ich muss mal gleich kurz meine Stats mir betrachten. Meine Resis und so. Resis? Ja. Ja. Ich denke dann an einen ganz bestimmten Widerstand. Wie hoch der ist, da muss ich mal gucken. Warum rennen wir eigentlich hier hoch, das Vollverhalten? Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil du bist ja Tank. Ja, das Problem ist, ich renne einfach dahin, wo das nächste Vieh mich angreift. Das ist ja das Problem als Nahkämpfer. Level up. What? GZ, ich noch nicht. Ach ja, Untote, Untote. Oh ja. GZ. Danke, danke. Oh, jetzt müssen wir wieder das ganze Lager platt machen. Und krieg nicht mal irgendwelche coolen Gegenstände dafür. Ja, das Motto so an sich. Den Rest lass ich dich mal machen, weil wenn ich da jetzt wieder reinrenne, haben wir wieder richtig viel Scheiße am Hals. Außer die rennen so weit vor, dann kann ich die... Schön ist, bei den Untoten wirkt natürlich auch mein Gift nicht von meiner Waffe. Jetzt gehen wir erstmal. So, ich brauche noch genau 6 Punkte, um den Kettenblitz zu bekommen. Was haben wir denn hier? Wir haben ja noch passive Kampfdinger, ne? Oh Gott. Da drin wäre auch kein Punkt nicht schlecht. Was bringt das? Ist die auch... Erstmal einen Punkt da rein, einen Punkt Natur und... Was wollte ich hier eigentlich aus Traum haben? Als Mage. Was? Ja, du wolltest die Trance und Störwelle und RS. Und wir haben das halt ja auch gemacht, damit wir Klassen haben, die wir noch nicht im anderen Let's Play hatten. Stimmt, da war ja was. Ja? So, Eichenherz hat ein neues Level bekommen, das bedeutet wieder 5% mehr Max-Leben. Mhm. Skelettstärke.
2300 Leben, das ist ganz okay. Bohrungsresistenz 25%, ja, geht so, wa? Die könnte höher sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, schauen wir mal. Jo. So, ich hab noch so ein paar Sachen. Oh, Sturmschild. Ja, ich würde es dir auch noch geben, aber es dauert noch. Es hat einen sehr langen Cooldown. Wie lange dauert das denn? Ja, dann warten wir gerade, dann trinke ich gerade einen Schluck. Sturmschild ist nämlich ganz nett. Das bietet halt Schutz gegen Blitz und Kälte, ne? Mal gucken, ob das auch Aggro pullt, wie das Feuerschild. Noch hat es nicht den Buff, noch hat es keine Vergeltung. Ach so, ja gut. Der Buff hat dann Schadensreflexion, 25% oder sowas, Stufe 1. Das Schild an sich nicht? Vergeltung? Nein, das Schild nicht. Bei dem Feuerschild war das so, da gibt es auch keine Erweiterung, da gibt es einfach nur Flammenvergeltung. Das ist aber nur so wenig. Ich weiß, ja, aber der Buff, weiß nicht, es lohnt sich wahrscheinlich generell nicht, das Sturmschild hochzuziehen. Nur so als, Übergang. Übergang gedacht. Was hat denn das bitte für einen Cooldown, Alter? Lang. Wenn ich Eichenherz ausmache, wie viel Leben habe ich dann? Oh, krass, geht da drunter. Das sind 500 Leben, was Eichenherz bringt. Oder? Ne, 400. Ja, überlege ich mir gerade noch einen Stab verzauber mit einer Essenz. Ja, mach doch. Kannst du aber wieder rausholen. Wir haben noch genug Geld. Kostet 5000, wenn du es rausholen willst. Boah, das hat aber einen eklig langen Cooldown. In der Zeit hast du ja das Feuerschild dreimal gecastet. Ja, ja. Ja gut, aber lohnt sich trotzdem zu warten. Den Schildet Schild, wa? Auch hast du noch irgendwas, um Ringe zu verzaubern? Nein, ich hab nichts vollständig. Okay. Dann. Gut. Let's rumble. Also das Schild schützt mich gegen Blitz und Eis, ne? Jo. Boah, die macht voll gut Schaden, der Hauptmann muss sterben. Hat irgendjemand geschafft. Ach, die Frostleiche hat es geschafft, dir den Buff zu klauen. Ja. Ach, super geil. Haben wir dafür die ganze Zeit gewartet und dann ist der Buff direkt weg. Das ist auch krass, ey. Sobald dieser Hauptmann gestorben ist, geht der Damage hin, die machen so krank runter. Ja, das ist genauso diese scheiß Standarte und so ein Kack. Oder der Feuerbuff von den anderen. Wichser, wirst jetzt sterben. Scheiß Hauptmann, geh drauf. Das ist geil, momentan habe ich die ganze Aggro. Oh, jetzt gleich bin ich mal gespannt. Ich komme erstmal mit auf so einen Blitz des Zeus. Das ganze Gold ist wichtig. Nochmal zwei Tränke schlucken. Ich sollte auf jeden Fall nochmal shoppen, wenn wir gleich da reingehen. Jo. Ah, das machen wir gleich alles. Schade, ey, wenn ich Level 18 bin, krieg ich voll den geilen Helm, aber ich bin nur 17. War es dann ein Helm? Ja, ein Grünen, der bringt Stärke und Leben und so eine Scheiße. Oh, Hörner von Zypern. Was sind das? Ein Bogen, der uns nichts bringt. Ja doch, 10.000 Gold. Ja. Zeig ihn gleich natürlich nochmal.
Für die, die sehen wollen. So, jetzt habe ich mir gerade mal die Aggro der ganzen großen Gruppe hier gesichert. Mit dem Schildcharge. Ja, bis auf das eine Skelett. Das denkt sich fuck off. Okay. Jetzt kommt nicht mehr so ein Rattenmännchen an. Denn was jetzt kommt, ist absolut hässlich. Wer das Let's Play kennt, ja, weiß, man sieht ja schon mal zumindest hier stehen Steinstatuen rum. Womit könnte das zu tun haben in der griechischen Mythologie? Man weiß es nicht. Ja, ja, also ich meine, wer jetzt gesehen hat, der weiß, jetzt kommen die Medusenschwestern. Drei Bosse gleichzeitig. Das Ganze verdreifacht, kommen wir auf 9 Bosse. Und 3 von diesen Bossen können heilen. Und das ist echt widerlich. Also im X-Max-Mod ist das einfach nur pervers, weil weil denen in ihr Fokus, der wird einfach von 3 Healern geheilt. Ja, und das Problem ist, die anderen haben nämlich auch so Sachen, dass die stunnen können. Ja. Und die machen halt alle gut Schaden. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen leiden müssen. Warum? Ich werde leiden, nicht du. Ja, hoffentlich du. Aber... Ich glaube, die Blauen waren das, ne? Die man... Die heilen konnten, ne? Medusen machen einfach nur Schaden. Ja. Ah ja, hier für die Hörner von Zypern, könnt ihr euch durchlesen. Wird jetzt verkauft. Okay. Ich habe wieder 50 Heiltränke. Ich habe jetzt auch nur Heiltränke, keine einfachen mehr. Sehr gut. Und damit porte ich mich dann zurück. Ja, ob das jetzt mein erster Tod wird? Die sind schon derbe Assi. Kurzer Check, die ganzen Buffs sind noch drauf. Wie viele Buffs du auf dir hast, ne? Ja. Dann brauchen wir mal. Du hast ja auch deinen halben Energievorrat reserviert, ne? Ja. Okay, das ist relativ einfach. Ich charge jetzt einmal rein. Und jetzt machst du bitte Schaden. Oh Gott, ich hab den Stun gefressen. Alter, das macht so viel Schaden. Die heilen sich so hart. Die heilen sich gegenseitig. Alter, die verlieren ja gar keinen. Oh oh. Das wird ein Problem. Oh 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 oh, oder da. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen können jetzt mit dem jetzigen Equip. Die 17er Oriale müssen wir fokussen. Alter, sind das viele. Weißt du was? Lass uns mal ganz kurz wegporten. Und dann probiere ich gleich nur von. Warte, wir haben jetzt nur einen hier. Haben wir? Die 17 Oriale. Na, warte. Die schaffen wir. Die anderen kommen auch wieder. Deswegen meinte ich ja wegporten und. Alter, wie die sich heilen, ne? Ja, ich kann das jetzt nämlich schon wieder nicht tanken. Deswegen meinte ich wegporten, damit wir Aggro depolen und. Ich port mich nach Megara. Einfach mal ganz kurz wegpolen und dann probiere ich gleich einen zu pullen. Lol. Ich habe gerade ein Festerfüllungsgeräusch gehört, du auch? Nee, ich bin auch nicht weggeportet. Achso. Kämpfst du noch? Jetzt. Okay, die kommen wirklich direkt alle. Ja, eben, das ist das Problem. Nein, jetzt kommen nur die beiden Orialen. Ich habe 2 Oriale. Okay, was haben wir denn da? 20 und 17. Die 20er ist beschädigt. Lass uns auf die 20er gehen. Dann ist die 20er weiter weg von ihren Mates. Perfekt. Jetzt können wir das schaffen. Da kommt der Rest. Da kommt der Rest. Beweg dich, beweg dich, beweg dich nach oben. Du bist der Damage. Ah, aber die andere Healer-Schlampe kommt nicht. Boah, das ist so sick. Damage. Ja, ich bin dabei, ich habe... Oh, aber geil, die stirbt gleich. Nein. Die stirbt gleich. Sobald die erste tot ist, ist einfach okay. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz rumrennen und mich heilen. Warte, ey, die rennt weg.
Da ist die Oriale. Okay, jetzt habe ich alle, glaube ich, wieder gepult. Kill die schnell, bevor die ihren... Ne, die andere Oriale kommt nicht, perfekt. Wo ist die Oriale? Oriale, hä? Ah ja, jetzt habe ich sie wieder. Nice, tot. Okay, 16er. Der Blitz haut halt richtig hart rein. 16er Sisteno. Ja, bin dabei. Boah, ich presse Schaden. Ich muss weg, ich muss weg. Alter, ich hab schon 20 Tränke weg, ne? Ne, ich warte, halt, stopp. Ich will nicht pullen, ich will nicht pullen, ich will nicht pullen, ich will nicht pullen. Erstmal heilen. Erstmal schön heilen. Eine Oriale lebt noch, das ist die 23er, Alter. Ey, da kommt, warte mal, da kommt eine Medusa allein. Wir locken die jetzt richtig schön weit runter. Komm her, Medusa. Oh fuck, jetzt hab ich noch mehr gepult. Das war nicht klug. Ja, warte, hier hinter die Steine, damit die dich treffen können, Julian. Die kommen erst, wenn die dich treffen können. Machen die jetzt? Die bleiben da hinten stehen, perfekt. Ja, jetzt kommen die, okay, 22. Lass uns die mal ganz schnell killen. Ja, ich wurde ein bisschen gestunt. Ja, okay, ja, ich hab... Probier mal hinter die andere zu laufen, damit ich da, damit die Pfeile mich treffen, von der Fluglinie her. Ah, 18er? Moment, kurz check. Ne, ist 21er, 18. Renn hinter mich. Renn wirklich, dass du in einer Schusslinie stehst. Ja, perfekt. Okay, jetzt block ich auch wirklich alles. Ja, da kann ich nichts machen, wenn er einfach trotzdem durchgeht. Ohne Spaß. Oh, jetzt haben wir gleich aber dann... Uiui, also der Kampf ist ja echt nie einfach, ne? Der ist so ranzig. So ultra scheiße. Also der ist ja selbst mit richtig gutem Equip schwer. Ja, und so mit Self-Found einfach nur... Okay, kannst du probieren... Warte, ich probiere nur die 23er zu pullen. Bleib mal stehen. Jetzt hast du 3 gepullt. Ich hab gesagt, bleib stehen. Ich will nicht 3 Stück tanken. Wir nehmen einfach die hier. Ja, aber die anderen kommen ja auch. Die kommen auch noch. Ja gut, egal. Das Tenno stirbt. Ja, ich block die, perfekt. Die Bogenschützen könnte ich nicht treffen. Auch wenn du Aggro von denen hast. Boah, die Oriale halt jetzt wieder, ne? Ich hasse Oriale. Boah, ist das denn nur geht. Alter, wie ist das denn? Boah, ist das die High-Level-Oriale. Ja. Ne, warte, wir müssen die Oriale killen, oder? Die können wir nicht so stehen bleiben, weil ich krieg so viel Schaden. Wie? Ich hab ja gesagt, pullen nicht, aber du wolltest ja pullen. Ich krieg die Aggro halt nicht runter von dir. Das ist halt jetzt gerade mein Problem. Ah, perfekt. Irgendwie sind die anderen da hinten an irgendeiner Kante. Oh, Gabonenschärpe, her damit. Was kann das? Erstmal schauen. Ach nee, okay, erstmal kämpfen. Verstanden. Ich dachte, die anderen beiden. So, Oriale muss sterben. Ist mir egal, was die andere ist, Oriale stirbt. Das sind 2 Medusen. Nee, das ist die Oriale. Mit Leben nur noch Oriale und Medusa. Ich. Das Geile ist, ich darf danach direkt nochmal Tränke kaufen gehen. Ja, ich hab sogar für 10.000 einen Bogen verkauft. Aber immerhin, den Bosskampf mit richtigem Kack-Equip. Wir haben ja echt nichts an gutem Equip. Ja, nichts. Boah, komm ey, nach dem Bosskampf noch so einen richtigen Imber-Streitkolben oder sowas. Oder ein schönes Schild. Wir kriegen eh wieder eine Mongo-Loot. Ich meine, du kennst doch das Spielsystem. Ja, aber Tino haben wir alles bekommen, was wir auch nicht brauchen. Ja, richtig. Aber en masse blaue Sachen. Und hier kloppen wir uns durch und haben bisher 2 blaue Sachen oder sowas gefunden. Und ja, das, dann auch noch völlig useless sind. Das Ding wäre halt, ich bräuchte halt wirklich einen guten Streitkolben. Irgendwie Kalassas überzeuge oder so. Nice. Das ist meine. Ich weiß. Leben und Stärke prozentual. Sehr schön.
Ah, dafür gibt's eine Quest, das bringt jetzt wieder mega viel Erfahrung. Boah, voll krass. So, willst du das Glück versuchen? Du kannst auch gern. Jetzt dann versuche ich mal mein Glück. Versuch du mal dein Glück. Ja, Mann. Genau wie man's will. Ja, Achille des Tapferkeit, genau das, was wir brauchen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was bringt denn die Schärpe? Die, warte mal, die Stulpen, 20 Leben, die bringen voll krass Leben. Ja, nehme ich. Boah, sieht das scheiße aus. Und die Stulpen bringen Stärke und Dings. Sehr schön. Mein DPS geht dadurch zwar runter, aber ich habe mehr Leben. Und mit dem nächsten Level habe ich noch diesen mega krassen Süchtlingshelm. Ja, dann wollen wir mal. Vielen Dank, aber wir müssen uns. Boah, das war echt eklig. So, eine halbe Stunde haben wir schon auf dem Counter, wa? Ja, das ist einfach das Problem, dass ich. Ich habe zwar relativ guten DPS, aber nur, wenn ich die Fähigkeit ready habe. Tja. Deswegen brauchst hast ja, du hast irgendwann Eissplitter, dann geht's ab. Ja, bis dahin brauche ich ein bisschen Equip zumindest, dass ich die Regenerie reinkriege. Ja, sonst schluckst du halt. Kannst ja nachher jeder Mobgruppe schlucken. Ich meine, ich bin auch Dauerschlucker. Da ist eine Essenz. Ach, zum Glück kommt noch der Höhlenhändler, da kann ich dann meine Tränke aufstocken. Ich weiß auch nicht, vielleicht sollte ich auch direkt auf Eisblüter umskillen, ich weiß es nicht. Mein Kettenblitz und so ist auch ganz nice, vor allem hat er komplett Lähmung und sowas, weißt du? Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was wir finden. Ja, stimmt. Wenn Blitzschaden nicht kriegen, solltest du auf Kettenblitz bleiben. Also solange wir jetzt noch nicht extreme Probleme haben, lasse ich es erstmal so, bis wir was finden, was meine Entscheidung beeinflusst. Oh. Wächterhelm. Oh cool, ich habe schon Wächterhelm. Ich habe einen ziemlich guten Helm, also. Oh ja, Gold. Ich kann ihn eh nicht tragen. Das stimmt. War schön, immer noch ein bisschen grüne Scheiße. Moment, ich muss mal gerade gucken, was kann der? Der kann. Wow, so gut wie gar nichts. Ist aber besser als der andere Helm. Na gut, also 10.000 Gold ab dem nächsten Level. Weil der Helm, den ich dann gleich tragen kann, der bringt 17% Geschwindigkeit, 13% Intelligenz und 10% Stärke. Das ist schon ziemlich krass, der Helm. Ja. Nur prozentual Leben hätte ich halt gern noch drauf gehabt. Die Gargonen-Sachen sind eh ganz cool, weil teilweise gibt es auch einfach welche, die plus 1 auf alle Fähigkeiten bringen. Oh, das ist so eine Feuerschlampe. Oh. DPS-technisch machen die auch schon mittlerweile gut Schaden. Aber das sind auch echt viele. Das sind Elementarsachen, wir haben keine Resistenz. Die machen keinen Elementarschaden, die machen nur Durchschlag. Ach, du meinst jetzt die Viecher, ich dachte, du meinst jetzt die Feuerschlampe. Ach, Quatsch. Ich meinte einfach, dass mein Lebenspool gerade enorm runterging. Also, merke sich, ich brauche noch ein bisschen Durchschlagswiderstand. Oh, raus hier. Jo! Hier ist ein Händler. Das ist auch ganz wichtig, dass ein Händler ist. Sei gegrüßt! Den brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Auf Wiedersehen mit den Armschienen. Boah, ich sehe richtig scheiße aus. Mein Charakter sieht einfach nur übel schwul aus. Egal, weiter geht's, würde ich sagen. Wir wollen ja noch ein bisschen was erreichen. Egal, ich kaufe mir gerade mal Burgunder. Adieu. Boah, mich ein bisschen cooler aus, ey. Damit man auch mal sieht, dass ich so eine Schärpe trage, ey. Yo, jetzt sind wir auf dem Weg nach Athen, ne? Ja, genau, hier ist übrigens, ich glaube, das haben wir im Let's Play gar nicht so richtig gezeigt. Hier ist die Brücke da drüben, das ist hier Alte Eleusis. Wer sich noch daran erinnert. Also wir sind gerade quasi unter Alt-Eloises durchgegangen. Und ja. Genau. Um das nochmal zu zeigen. Ich bin ja auch noch nie zu dieser Brücke gegangen, muss ich zugeben. Echt? Ich schon. Ich wollte dann immer schnell nach Athen, weil ich weiß, was mich danach erwartet. Das ist cool. Ja, Hauptmann stirbt. Nein! Der hat meinen Kettenblitz überlebt. Nicht mein Kettenblitz. Okay, jetzt. Metall.
Jetzt sind die raus aus dem... Also, die Banner, ihr habt gesehen, wie viel Damage da auf einmal kam. Das waren nur die paar Viecher. Ich hasse das. Das war nur das Banner, ist das Problem. Naja, das war nur das Banner. Ja, das ging auch schnell, oder? Fuck, ich hab vergessen, Tränke zu kaufen. Ich bin gleich wieder da. Den, wenn ich ein bisschen überleben will, bis Athen reichen die Tränke nicht. Ich? Ne, 19 Stück reichen bis Athen nicht, garantiert nicht. Das ist wohl wahr. Kann ich dir helfen? Dann gibt's da noch ein paar Kämpfchen, die bewältigt werden wollen. Deswegen ist auch gut, dass du das Gold isst, weil im Moment, ich brauche eigentlich fast gar nichts im Moment. Also mein Gold bleibt... Ab und an schlug ich einen Heiltrank. Mein Gold bleibt momentan so auf dem Status Quo. Danke. Da ist jetzt viele Tränke gekauft. Aber gut, wenn man dann Quests abgibt, die bringen ja auch richtig viel Gold. Apropos Quests, haben wir irgendwelche Nebenaufgaben? Oh, wir haben die einen alten Krieger irgendwie nicht abgegeben. Was? Sehr lustig. LOL. Das ist mir noch nie passiert, ich will die mal ganz kurz abgeben. Wir haben echt in Sparta vergessen, die Quest abzugeben. LOL. Ja, ja, wahrscheinlich hat sich schon irgendwer total aufgeregt in den letzten Parts. Ich kenne das ja, ich mache das ja auch selber, wenn ich Let's Plays gucke. Ich reg mich über sowas richtig auf. Wir haben es erst geschafft, nicht die Quest abzugeben. Ja, Hauptaufgabe aktualisiert. Ja, das ist der Typ, der dir sagt, dass Leonidas in Athen ist. Also. Boah, wie das bringt die Quest, ne? Richtig heftig. Richtig heftig, Mann. Richtig krass. Aber 2000 Gold. Wieder. 2000 Gold, 2000 Gold ist 2000 Gold, ne? Das war übrigens eben in dem Bosskampf auch das erste Mal, dass ich mich aus einem Bosskampf geportet habe. Oh, ich habe schon wieder meine Lieblingsviecher. Da kriege ich ja schon das Kotzen, wenn ich die höre. Du kannst sie gar nicht ab, ne? Nee, ich mag überhaupt nicht diese Avatar-Viecher. Wenn ich das Geräusch schon höher kriege, ich kotzen. Oh fuck, das ist ein Hauptmann. Nein, pull doch nicht den Hauptmann. Ah, jetzt muss ich wegrennen. Ah, weiter, 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 weiter weg. Okay, jetzt können wir. Der wäre eh gekommen. Nicht unbedingt, naja. Aber lass ihn dann kommen, wenn er kommt. Diese Viecher nicht ab. Ich weiß gar nicht, was du gegen die Menäden hast. Die machen keinen Schaden, können nicht. Die machen erst im Legi-Durchgang Schaden. Aber da machst du ziemlich auch alles Schaden. Ja. Alles, wo du keine Resistenz genügend gegen hast. Boah, richtig schön die Agro gepult von allem. Ich glaube, mit Akropolis heute schaffen wird nichts mehr, wa? Wahrscheinlich nicht, nein. Ist doch ein bisschen länger dann. Da standen noch die Medusen auf dem Plan. Ja, lass mal das in den Gesundheitstrank. Die einfachen kannst du nehmen, die Gesundheitstränke bräuchte ich. Also die bringen mir sogar noch was. Ah, Hauptmenschen. Okay. Oh, wir haben einen Debuff drauf. Ah, da ist der Debuffer. Aua, aua, aua. Oh Leute, warst du nicht mehr im neuen Mode Range?
Lag ein Energietrank noch? Nein. Na, war es ein Gesundheitstrank? Ach, egal. Energietränke brauche ich jetzt nicht so. Also, ich habe ein paar. Das hält sich irgendwie. Auf nach Athen. So, jetzt sind wir im Kephisotal. Oder. Kephisotal. Wahrscheinlich eher Kephisotal. Ja. Neuer Mut ist so geil, ne? Das ist einfach so hardcore. Das ist so sick. Ist zwar nicht so geil wie der Kettenheal nachher, aber neuer Mut ist halt AOE-Heal dafür. Kettenheal ist ja schon mal ein bisschen willkürlicher. Dafür hat der Kettenheal, glaube ich, dafür hat der Heal einen geringeren Cooldown als neuer Mut. Das ist richtig. Dafür bringt der neue Mut halt auch noch ein paar andere Sachen, ne? Ja, das stimmt. Deswegen skill ich auch den neuen Mut, weil der später halt wirklich was bringt, wenn ich die ganzen Mods skille. Aber ich spiele jetzt wahrscheinlich erstmal einen Stat-Tank. Also einfach schön Masteries pushen. Neuen, Lol. Der hat den... Aus dem Buff auf dir. Der hat den neuen Mut eben nicht gemacht. Deswegen hatte ich so wenig Life. Er hat aus irgendeinem Grund bei der 1 nicht den neuen Mut gemacht, obwohl er ready war. Und Spaß. Hier steht ein Zentaure im Lager, ja? Und der verteilt so einen Debuff. Ich hasse sowas. Mal gespannt, wann ich an den 3000 Leben kratze. Ich bin gerade bei 2000. Was ist denn jetzt von Hecateo, ja? Echt, du hast 2000? Voll krass. Ja. Das ist eigentlich sau viel. Also dafür, dass du Sturm skillst, weil Sturm ist ja wirklich eine schöne Mage-Klasse. Das ist eine schöne Squishy-Klasse. Oh, Moment. Ja, dafür habe ich auch schon relativ viel in den Punkten, ne? Naja. Also in der Masterstelle. Das sieht man jetzt zwar ein bisschen am Damage. Das hole ich jetzt, aber ich halte sonst nichts aus. Ah, hast du schon eine Heilung? Den lassen wir uns mal offen, wa? Und da ich ja im Moment auf Kettenblitz will, muss ich die maxen. Erstmal. Boah, Alter, die Wichs-Zentauren mit ihrem Debuff. Wollen wir die Meneden davon auch noch profitieren, ey, dass ich weniger Resistenzen habe. Hauptmann. Ich hab mal prompt den neben dem Hauptmann gestunt. Ja, der hatte keinen Blitzableiter, deswegen ist er leider schnell gestorben. Tja. Aber ich muss sagen, tanken kann ich die Scheiße ganz gut. Also das klappt. Ich bin eigentlich gerade ziemlich zufrieden damit. Es ist halt nur, dass ich nicht diese Agro pullen kann. Das stört mich halt so ein bisschen. Ja, so. Ach, da lebt noch einer. Jo! Jetzt kommen wir mal hier. Auf geht's, Athen. Wir kommen. Jetzt gibt's endlich mal wieder ein paar Quests. Oh, da kommt noch was. Da bin ich mal gespannt jetzt. Jo, dann wollen wir mal. Ich probiere mal einen zu pullen. Komm, komm. Bin ich frei. Ja, perfekt. Perfekt. Schön. Echt geschafft, nur einen zu pullen. Perfekt. Sehr schön. Das sind Limos. Ich hasse Limos. Und ihr seht schon, wie viel Schaden die machen. Und drei Stück davon. Alter, ich kann mich nicht dagegen healen. Wir müssen den echt Chain CC. Alter. Ich stunne den ja dauernd. Der hat gerade einen 600er Crit gemacht. Ja, und ich stunne den dauernd, ne? Ja, ich weiß, ich auch. Das ist so eklig. So, die beiden muss ich jetzt auch noch irgendwie getrennt pullen. Dann würde ich mal. Die Viecher sind so ekelhaft. Komm, der eine steht auch ein bisschen weiter. Boah, oh komm, das ist so... Hasse Pullen bei Titan-Quest. Nein! Mal schnell raus. Boah, es muss doch möglich sein, nur einen zu pullen. Nee. Na gut, dann beide. Ich hab hier einen 15er. Warte, der 17er ist depult. Zieh den anderen raus.
wieder down. Jetzt nur den 15er. Ja, warte, ich warte auf Schild dran, aber dann ramme ich den an. Wenn der aus dem Stun raus ist, musst du den dann Chain CC nach meinem Stun. Das ist halt geil, wir haben halt richtig viel Stun und so. Das war der Ausdruck, warum ich jetzt erstmal für Sturm entschieden habe. Weil gegen solche Gegner das dann einfach nötig ist. So, jetzt sind wir intelligent und lassen uns hier ein Portal. Wir haben uns gekriegt. Boah, Doppelachse ist scharf sind. Boah, geil. Ein scheiß Schwert bekommen. Ja, ist doch geil, kannst verkaufen für ein paar Gold. Jo, weiter geht's. Wo kommen denn diese komischen Scheißviecher her? Keine Ahnung, aber es sind zumindest nicht die, die dich debuffen. Die Magierin geht mir gerade extrem auf den Piss. Deswegen habe ich sie direkt vernichtet. Die stehen auch nie wirklich zusammen. Das sind nur so scheiß Speer- und Bogenschützen. Gleich einen neuen Mut. Oder ich will nächstes Level haben. Dann habe ich meinen coolen. Ja, das schaffen wir jetzt gleich. Dann habe ich meinen coolen Helm. Ich habe einfach mal nichts. Ich habe einen grünen Stab. Einen grünen. Oh fuck, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Okay, hier hinten können wir das machen. Nur ich habe gesehen, da waren gerade noch gut Zentauren. Keine Lust, die ganzen Zentauren mitzupullen. Der Debuff-Fixer ist natürlich trotzdem dabei, ey. Kannst du den Debuff-Fixer bitte killen? Vor allem ist da ein Boss-Zentaure. Oh. Dann, ficken wir jetzt den Boss-Zentauren. Oh, das macht zum Glück überhaupt keinen Schaden. Da hinten stehen vier Waldläufer, die mich alle debuffen. Ich hasse die Waldläufer. Der hat nicht mal so was Schönes gedroppt, der Typ. Mann! Was habe ich eigentlich für ein Schild? Ach ja, ich habe diesen komischen Nonnen. Ja, dann mal ab. Jetzt können wir ganz. In Sumpf vorkämpfen. Denn im Sumpf ist unsere nächste Quest. Oben oder unten? Oben, Schildkröten. Schildkröten. Okay. Ui, die machen aber gut Schaden. Uiuiui. Hast du Durchschlagswiderstand? Ja. 25% oder so. Aber wie gesagt, ich spiele jetzt erstmal eine Runde ein bisschen Stat-Tank. Ah, Schildkrötenpanzer. Weil den ersten Run schafft man auch locker ohne Fähigkeiten. Ja. Komm, noch ein paar Boss-Schildkröten. Level. Man wird sehen, ne? Boah, ich müsste gleich schon wieder einkaufen gehen, ey. Ist das scheiße, sick. Da ist ein. Ich hasse diese Viecher einfach allein, weil sie einen Kartenheal haben. Wir haben irgendeinen Typen gefunden. Sei gegrüßt. Portst du dich zurück oder ich? Ach du. Okay, dann renn du schon mal zurück zur Straße. Jo, weil ich glaube, deins ist spannender als mein Weg zurück zur Straße. Heftig. Man dürfte das auch das Level geben, die Quest. Hoffe so.
Naja, ja. Ganz geht nicht mal grad. Jo, ein Punkt da rein, ein Punkt in Dingsbums und ein Punkt in Dingsbums in Eichenherz. Das Portal ist da, ich muss aber noch skillen. Nur das Game mir nicht schwerfällt, da ich gerade beschlossen habe, es so zu machen. Pumpe ich mal ein bisschen Geschicklichkeit diesmal. Und jo, ich habe jetzt den coolen Helm an. Der bringt echt krass Stats. Ja, vor allem, jetzt habe ich 5 Int mehr oder so, weil der Intelligenz prozentual erhöht. Yeah. Oder? Oh, ich habe 90 Intelligenz. Wo habe ich 90 Intelligenz her, bitte? Ach ja, Natur. Bringt ja auch Intelligenz. Wie viel bringt Natur an Intelligenz? Natur bringt momentan, boah, heftig. 30 Intelligenz. 30, 50, 80, 10%, 8 drauf. Ja, kommt hin, ne? Oder wie sind das? Ne, 13% sogar. Ja, da kommt es perfekt hin. Es wird auch dazu, dass ich eine höhere Energie-Rack habe, was sehr schön ist. Jo, ansonsten wäre ich ready weiterzumachen. Ja, ich auch. Dann wollen wir mal. Jetzt kommen wir da. Jetzt sitzen wir ein bisschen entspannter. Jetzt kommen wir da Bergsatz hören. Du solltest mit dem Kettenheal am besten warten, bis ich in die große Masse reincharge, weil sonst kriegen die alle. Kettenblitz, weil sonst kriegen die echt alle. Die haben ja eben alle Agro auf dich gekriegt. Das ist ja nicht mal ein Kettenblitz. Ja, oder mit dem Blitz. Verstehe, was du sagen musst. Weil wenn du dann stirbst, kann ich halt auch wenig machen. Weil ich krieg die Agro nicht zurück, wenn du die hast. Oh Gott. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für Frame-Einbrüche, die auftreten werden jetzt. Neuen Mut. Können wir mal gerade noch mal kurz rausrennen? Ich müsste mal die Sounds ein bisschen leiser stellen. Das ist so ein bisschen laut. Ja. Ja, ist okay. Optionsmenü, Audio. Ich muss mal ganz kurz die. So ist, glaube ich, okay. Ja, ist leiser auf jeden Fall die Sounds. Ach, wir sind sehr leise. Moment. Ja, so ist schön. Ansonsten, wenn euch das jetzt nicht passt mit den neuen Sounds, dann müsst ihr das halt in die Kommentare schreiben, dann nenne ich das im nächsten Part wieder. Aber ich fand's ein bisschen blöd, wenn die ganzen Saturn einfach nur so mega laut grunzen und man nichts mehr versteht. Ja, die sind immer so, die sterben immer so laut. Oh, ohne Spaß, irgendwie einer nach dem anderen da oben sich aus dem Lager von selbst pullt, ne, das ist so scheiße. Eigentlich zwei Mages gehen mir richtig auf den Piss. Na gut, jetzt bin ich drin im Lager. Jo. So, jetzt habe ich gut Agro. Ich hasse diese Viecher, ne? Ja, Berg-Satyr-Lager. Gibt nicht wirklich viel dazu zu sagen. Satyr-Lager haben wir jetzt bestimmt, haben wir auch schon genug gesehen im Let's Challenge. Im Let's Play haben wir das Ganze ja auch schon mal alles gesehen.
Das Schöne ist ja, halt einfach nur langweilig, die Saturnlager. Richtig. Das Schöne ist, dass ich das mit den Saturnlagern ja durch das gesamte Spiel zieht, nur dass die Viecher halt anders heißen. Über Schakalmenschen bis hin zu Tigermenschen bis hin zu den komischen Fröschen. Ja. Boah, und guck mal, schon wieder, guck mal, da hinten steht dieser eine Debuff-Mongo und der wird natürlich gepullt. Nur der eine. Damit die anderen auch schön alle Damage machen. Ich hasse das. Das passiert auch nur im Xbox-Mod. Ja. Ansonsten, was noch... Obwohl diese hier, diese scheiß Arschfrösche, machen ja echt Schaden. Ja, das stimmt. Aber der Hard ist generell die... Die einzigen, die da nicht so krass Schaden machen, finde ich, sind diese Insekten. Die finde ich da nicht so krass. Der Rest ist schon recht krass. Insekten, nur die Magie-Insekten eigentlich. Ja, beim normalen Run auch nicht. Jo, Lager Nummer 1. Das folgt Lager Nummer 2. Ja, es ist halt vor Team, das sind Schlachtfelder. Aber ich würde auch sagen, nach dem Lager hier bei dem Fibrun können wir eigentlich cutten, ne? Ich würde sagen, wir gehen auch relativ schnell durch, oder? Was? Ja, ich meine, wenn hier das Lager vorbei ist. Also es ist ja gleich quasi. Ach, die Stunde ist vorbei, ne? Wir gehen zum Heilbrunnen dann. Ja, eben da oben bei dem Heilbrunnen, dann können wir quasi nächstes Mal Schlachtfeld und Akropolis und mal schauen, wie weit wir machen. Ja, wahrscheinlich bleibt's bei der Akropolis. Ja, wahrscheinlich. Oder oh ne, da ist der Alastor drin. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr auf Alastor. Das ist es nämlich. Der ist nämlich auch super schwierig. Der ist super ranzig. Egal, aber das, warum das der ranzig ist, genau, das seht ihr dann in dem Bosskampf, der ist mega scheiße, der Alastor. Also mit Kriegerklassen geht er, finde ich, aber er hält gut was aus gegen Elementar. Weißt du, meinst du, die würden irgendwas droppen? Warum sollten sie, Julian? Schönes bei den Saturn ist ja selbst so ein gelber Gegenstand eine Seltenheit. Ja, man drücke mal auf Y. Oh ja. Und wird erstaunt, was es alles gibt. Oh scheiße, ich habe ein paar Zentauren gepult. Erstmal die Zentauren. Die machen nämlich mehr Schaden als die Saturn. Das ist ein einfacher, den brauche ich nicht. Aber immerhin, diese beiden Lager haben jetzt schon wieder ein Drittel Level gebracht. Das ist echt, ja, Level geben dieses Lager hier, weil es aber richtig krass überfüllt sind, diese Dinger. Ja. Oh. Spaß, ey. Mit zwei Leuten, es ist so bitter, dass wir X-Max-Mod spielen und deswegen einen Tank brauchen, ne? Ja. Aber an sich lohnt sich Tank, also einer wirklich auf Tank erst ab drei Leuten. Und wenn wir vorher nicht letztes Mal gemacht hätten, hätten die wahrscheinlich auch jetzt ein Moloch gespielt. Aber Feuer hat die Höhen ja beim Let's Play, deswegen haben wir gesagt. Ne, jetzt gibt's Natur und Verteidigung. Das ist eigentlich so der. Das ist halt Full Tank, ne? Null Damage, Full Tank. An sich. An sich schon, ja. Theoretisch auch. Oh Gott, und noch ein Trank schlucken. Ey, ich bin so am Schlucken. So, lass uns da hochlaufen in die Richtung schon mal. Ich will auch sagen. Gibt's von Mongo-Saturn noch, die wollen noch ein bisschen was auf die Fresse haben. Das können die auch gerne haben. Davon haben wir nämlich reichlich. Aber was mich ansonsten interessieren würde, wäre der Monster-Count. Den können wir gleich mal nachgucken. Du stehst gar nicht so schlecht da, glaube ich. Und dann. Ich weiß nicht. Und sowas. Jo, Heilbronn. So, da sind wir. Schauen wir doch mal. Also ich habe 3897 Monster bisher gekillt. Dann hast du ja sogar mehr als ich. Ernsthaft? Ernsthaft. Lol. Wie viel hast du? 3500. Ah, und mein größter verursachter Schaden liegt bei 125. Ja, 191. Ja, da ist genau 5 Stunden und 55 Minuten vergangen. Heftig. Oh, ja gut, würde ich sagen, das war's für diese Episode von Let's Challenge Titan Quest. Beim nächsten Mal, ich werde es mal ganz kurz zeigen, wagen wir uns dann hier hinten auf das wunderschöne Schlachtfeld mit den ganz vielen Monstern. Ich gerade alle gepult habe. Und ja. Der Server. Genau, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.